Und damit willkommen zurück. Nun, es ist an der Zeit, Tempelhof zu sagen, dass wir sie wirklich richtig toll mögen. Also richtig. Richtig so mit Faust ins Gesicht. Überlegt gut, ihr mich zum Feind macht. Stimmt, du hast so ein mächtiges Gebiet. Wie sind überhaupt meine hier Dingensbummen so? Beziehung. Oh, gebrochene Abkommen. Mag das irgendjemand anderes nicht? Oder mag es irgendjemand anderes sehr? Weil Zufbar mag es ja nicht, dass wir hier mit Tempelhof überhaupt ein Abkommen haben. Aber es ist nur minus eins. Hm. What? Who dared disturb my great works? Hier nix great works. Ja, Krieg und so. Wir brauchen keinen Beistand. Hier, ich wische euch auch so. Hat jetzt Schwarzhafen das Bündnis aufgelöst deswegen? Wir sind noch verbündet, oder? Gut, wir haben ja nicht... Zufbar hat mitgemacht anscheinend. Sie sind ja noch mein Vasall, oder? Gut. Wir haben noch gar kein Handelsabkommen. Ich glaube, da muss ich echt mal ein bisschen Geld reinstecken. Ich meine, es ist schon allein zukunftssicher, da Geld reinzustecken. In die Zwerge. Einfach so mit der Faust reinstopfen in den Zwerg. So richtig ausgefüttert von innen raus mit dem Gold. Okay, ich würde mal sagen, unsere Schlacht gegen Tempelhof steht an. Hier ist Festung, oder? Ah, nee, hier ist Schlacht gegen alle. Wunderbar. Ich würde sagen, hauen wir drauf. Vampire gegen Vampire hat man lang nicht mehr. Müssen wir uns nicht mit doofen Fernkämpfern rumärgern. Was hat denn der Gegner? Hat hauptsächlich Quap. Vargulfe. Vargulfe, Vargulfe. Wäre das Ding von den Orks, dann wird es wahrscheinlich Wargulf heißen. Das wäre cool. So. Von da links kommt die Verstärkung. Die sind irgendwie alle hier. Muss mir nicht gefallen, aber egal. So, hier. Die kommen ja alle von dort. Das heißt, ich flankiere lieber auf der rechten Seite mit ihnen. Du kommst hier mit rein. Ihr seid hier mit dabei. Ihr kommt ganz von rechts. Mein Mortischschrein kommt hier einfach mit. Die schwarze Kutsche und die Gespenster. Ich muss echt noch wissen, wie ich euch im Idealfall einsetze. Machen wir euch mal ein bisschen weiter links und die Gespenster so eher mittig. Kutsche hier noch mit dazu. Abwarten. Ja. Komm, geht's los. Wie war das nochmal? Wenn ich Alt gedrückt halte, kann ich die... Ja, Tatsache. Das ist natürlich interessant. Danke für den Hinweis. Da können wir die einfach... Nein. Es fällt mir bloß schwer... Ich mach's trotzdem mit dieser Formation. Einfach weil ich da nicht so auswählen kann, dass die so entlang sollen. Es sei denn, ich habe da irgendwas verpasst. Hügel hochwärts. Wie ich weiß, haben Gespenster keinen Malus von Hügeln hoch- oder runterwärts. Was nicht verkehrt ist, auf jeden Fall nicht. Wenn ich euch jetzt mit Alt schiebe, kann ich euch... Nee, ich kann die irgendwie nicht richtig drehen. Das ist so ein bisschen noch mein Problem. Aber ansonsten finde ich den Tipp mit dem Alt gar nicht mal so schlecht. Ah, eine Menge Fledermäuse. Und an sich hat der Gegner nicht wenige Truppen. Und einen Hügelvorteil. Kann gut sein, dass es meinen Gespenstern scheißegal ist, aber ich habe noch viele andere Truppen, bei denen das nicht der Fall ist. Ihr geht mal schön weit außen rum. Der Rest kann sich mal so volle Kanne hier aufstellen, passend.
Ah, zum Glück hat der Gegner keine Fernkämpfe oder Artillerie, von daher kann ich mir ein bisschen Zeit nehmen. Ihr könnt auch mal ein bisschen langsamer sein. Dann machen wir lieber ein bisschen schneller hier. So, ihr seid jetzt nochmal speziell aufgestellt. Und stellt euch mal so hin. Passend. Von mir aus hat der Gegner sich formiert, wir sind eh überlegen. Der Gegner ist zwar in der Überzahl, aber das bringt ihm nicht allzu mega viel. Du seid ein bisschen zu weit vorne. Leute. Okay. Moment. Nochmal. Irgendwie hat es nicht mehr so ganz... Sag mal, Leute. Jetzt? Jetzt. Warum geht der Mordschrein eigentlich schon wieder vor? So, jetzt können wir eigentlich mal passende Nee, du gehst ein bisschen hinter. Du gehst hier rüber. Wo ist denn eigentlich Vladi? Vladi. Manni. Nicht dein Vater hier. Dein Vater, Junge. Eben der nicht. Der Totentanz war Geschwindigkeits... Uff. Seelenwind, wisst ihr was? Ich locke euch mit einem Zauber zu mir. Manche machen es mit Süßigkeiten, ich mach's mit Zauber. Ja, wir könnten ein paar Zombies wieder auferstehen lassen, aber hauptsächlich interessiert mich jetzt gerade mal hier der Seelenwind. Den könnten wir nämlich echt gut hier reinbrettern. Haha, ihr kriegt mich nicht, außer vielleicht mit Fledermäusen. Alter, ist das Ding schnell. Ist ja voll der Staubsauger. Geil. Das war ja lustig. Ich muss weg. Entschuldigung. Nee, 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 wir kaufen nix. Energieladerate. Doofen Fledermäuse. Geh doch weg. Wo ist der feindliche der Kommandant? Was ist mit euch los? Das müsste man jedoch ohne Probleme hinkriegen. Vor allem hat er noch Lebensregeneration. Ohne Vlad ist es doof hier. Ein paar Lufteinheiten bräuchte man trotzdem mit Mani. Zumindest eine Fliederbestie oder so, oder eine zweite. Eine oder zwei Fliederbestien. Ich sehe am Ende, wie die Armee ausschaut. Manfred, Vampirin, 18 Fliederbestien. Das Problem ist, der kann die nur einzeln angreifen. Es dauert ein bisschen, bis die tot sind. Ja gut, unsere Armee ist ja auch nicht nur so zum Anschauen da. Ich würde mal sagen, wir stoßen vor. Alle Mann vorwärts. Der Mordeschrein bleibt ein bisschen hinten. Ihr bereitet die Flankierung vor. Meine schwarze Kutsche ist da drüben auch in Position. Ah, Fluchritte. Scheiße. Och, jetzt lösen sie sich schon auf. Ihr Armen. Vampire. Seelenfreude. Und jetzt ist das. Vielleicht können wir ein bisschen außen rum reiten. Hier ist soweit alles vorbereitet. Das ist schön. Von daher kommt ihr mal so schön hier lang. Und bereitet euch hier mal vor. Leute, sag mal, was ist denn mit dir? Seid mal bitte ein eigener Trupp. Jetzt geht's. Ich muss mal verstehen, Leute. Die Jugend heutzutage. Das ist bei Vampiren ziemlich doof. Die sind ja immer jung, quasi. So, hier legt ihr euch mal mit denen an. Da seid ihr eigentlich die passenden Tanzpartner, würde ich sagen. Ich merke gerade, dass hier viele passende Tanzpartner gerade angetanzt kommen. So, hätten wir... Ja, ihr könnt euch mal mit denen anlegen, bitte. Was? So. Der Mordeschrein bleibt schön hier und bufft weiter. Unser Vagi hat Spaß. Manfred, du kannst mal schön passende Unterstützung leisten, indem du hier mal
den Nahkampfspezialisten umhaust. Zusammen mit ihr. Wir haben leider Bionas Schicksal noch nicht. Sondern nur hier erstmal noch den Seelenraub. Aber es dürfte reichen. Für die normalen, so schwache Helden. Derzeit finde ich es noch nicht lohnenswert zu flankieren. Wir können schon mal näher ran. Aber es ist noch nicht auszahlend. Irgendwo Heilung angesagt, gefragt, gewagt. Schaut mir nicht so aus. Die werden hier echt aufgemischt wie sonst was. Da kommen die Herren hier mit dazu. Die schwarze Kutsche kann ja eigentlich dann fast mal durch die Zombies durchsensen. Du, ja, der werte Herr Nahkampfspezialist hat jetzt mal ordentlich einkassiert. Komm, weißt du was, Wagi, du zimmerst da mal weiter drauf. Er ist ja seit ein Geist. Physische Attacken, ist so eine Sache. Dann machen wir vielleicht wirklich nochmal das Schick hier den Lebensraub drauf. So, ihr haut hier weiter mit drauf. Die Kutsche kommt jetzt perfekt hinten rein. Ich setze mich mal trotzdem jetzt irgendwie ein. Es ist wichtig, dass ich sie irgendwie einsetze. Nicht gezielt oder so, wir müssen sie irgendwie einsetzen. Anrufung. Gib mir deine Telefonnummer. Oh nein, 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 nicht unbedingt auf die scheiß Todeswölfe. Warum müssen die jetzt so rumreiten? Aber ich glaube, ja, hier ist auch ganz okay. Könnte schlimmer sein. Die Kutsche wurde abgefangen. Oh Mann, ich mag die Kutsche nicht. Schadensresistenz, oh ja. Ja, genau, kommt noch zusätzlich rein. Die Kutschen hatten ja schon irgendwie viel zu viel Chance, war ich auch der Meinung. Blutritter sind. Ja, super. Könnte natürlich besser laufen, aber hey. Hey, nicht gegenseitig hauen, nur weil dann Gegner dazwischen ist. Einfach irgendwie so strange, das Ding. Hey, unsere schwarze Kutsche hat Unterstützung bekommen. Von den Fluch... Fluchrittern? Fluchkriegern? Verfluchter. War nah dran. Es war was mit Fluch. Scheißritter. Wusste ich doch, es war irgendwas mit Fluchen. Ihr könnt jetzt mal hier helfen. Da ist der Zauberer. Der jetzt... Oh Gott, die sind gerade am Alarm auflösen. Einfach mal alle weg. Das ist so krass. Ist jetzt alles gut? Entscheidender Sieg. Da konnten wir uns jetzt mal ein paar Fehltritte erlauben. Also so... So tritt er ins Gesicht statt in die Magengrube oder so. Kann man sich mal erlauben. Wenn der Schiedsrichter mal nicht hinguckt und so. Das bringt ganz gut Geld. Andererseits Verluste. Ja gut, Verstärkung kriegt man eh ganz gut. Von daher. Wir brauchen gerade Geld. Wir müssen ja die Zwerge bestechen. So. Die Schlacht haben wir ja quasi schon geschlagen. Da ist ja nichts mehr übrig. Von daher gehört das jetzt uns. Vielen Dank. Ich habe gerade schon auch, ich habe gerade gelesen, echt Manfred von Karstein gegen Manfred von Karstein. So, bitte? Malduet. Ja, genau. Ich habe es jetzt vernichtet, um sie nochmal zu unterwerfen. Das wäre echt... Das wäre die Ultra-Idee. Ne, wir besetzen einfach ganz gewöhnlich. Ich hab schon wieder Manfred, weil ich dachte mir gerade, wie bitte? Ah, ja, ja.
haben jetzt einen neuen Mortis-Schrein. Das heißt, einen anderen Mortis-Schrein. Der Mortis-Schrein passt ja auch ziemlich gut zu der... Oder will ich ihm den verbesserten Mortis-Schrein geben? Bei seiner Geisterarmee würde der gut reinpassen. Gut, werten wir mal weiter auf. Was haben wir hier eigentlich? Wir haben den Galgen, das ist in Ordnung. Wir haben das Ding für Wachstum, das brauchen wir eigentlich nicht. Das kann abgerissen werden. Ah ja, stimmt, das für, mit Bechhafen habe ich... Ich habe es erklärt, aber das war bei der geschrotteten Aufnahme. Bechhafen ist im Übrigen... wurde schon ein bisschen gezweifelt, wie spricht man das jetzt aus? Spricht man es nicht eigentlich Beckhafen aus? Ist ja kein Doppel-H drin. Ich habe mal im Lexikanum nachgeschlagen und es gibt zwei korrekte Sprech- und Schreibweisen. Zum einen wie dieses Beckhafen, es gibt aber auch Bechhafen mit Doppel-H. Also das heißt so Beckhafen bzw. Bechhafen. Ich nehme mal an, Bechhafen mit Doppel-H ist in der deutschen Ausspruchsweise. Und hier dieses Beckhafen ist dann eher fürs Englische. Weil ich, wie ich weiß, hat man im Englischen sehr große Probleme mit einem Doppel-H. Man spricht da kein H. Also zumindest nicht so dieses Klassische, wie es im Deutschen ist. Ich bin gerade mit dem Geld in die Zwerge stecken. Könnte sich lohnen. Könnte sich lohnen, halt um das Handelsabkommen zu machen. Das würde an sich die Beziehungen grundsätzlich ein kleines bisschen stabilisieren. Aber eben auch nur ein kleines bisschen. Belassen wir es mal dabei. Jetzt können wir so langsam mal gucken, dass wir was gegen die Zwerge schicken. Andererseits, ich würde eigentlich gerne noch hier oben fertig ausbauen. Dort ist das Wachstumsding. Da brauchen wir nur noch 8 Runden, dann können wir ja auch schon letztens. Also ja, ein bisschen würde ich noch warten. Yay, jetzt haben wir hier auch noch einen Erlass. Wachstum brauchen wir nicht mehr, dann würde ich sagen... Steuersatz würde ich sagen, tatsächlich. Zack, mehr Knete. Manfred, machen wir hier weiter. Seelenfäule. Machen wir die Seelenfäule rein. Ja, genau, da kommt er wieder. Wo hat er jetzt eigentlich spontan... Das ist ja echt eine verzweifelte Schlacht. Das Ding brauchen wir echt nicht zu hauen, das ist ja... Puh. Kinkerlitzchen. Das bisschen Geld holen wir uns aber noch. Sorry, aber deine Zeit ist vorbei, Tempelhof. Och, nö. Vampirische Korruption. Bei benachbarten Provinzen plus 3. Nagash verschwand vor Jahrhunderten von der Welt, doch sein Erbe dauert an. Nun tritt ein bescheidener Hexenmeister an euch heran und will 2 Artefakte verkaufen, die den Geist des großen Nekromanten beinhalten sollen. Tötet den Narren, vergeltet es dem Sterblichen. Korruption plus 1. 2000, das können wir uns leisten. Komm, machen wir ein bisschen mehr Korruption. Uns wurde unser Nekromant hier unten vom Tempelhof als blöde Kuh, ey. Aber gut, den kriegt man wieder. Alles wird gut. Wird das Korruption weiter ausbreiten? Hier brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber ansonsten können wir eh nichts Gescheites hier machen, oder? Ne, sieht mir nicht danach aus. Dann mache ich tatsächlich... Tor und dann als drittes das Korruptionsgebäude hin. Hier haben wir ja zum Beispiel keins drin. Da haben wir diese Kornkammer.
Korruption, man kann ein bisschen so auf Nummer safe gehen. Das ist Nummer also Nummer sicher. Das, hier oben hatte ich nämlich auch eine Weile überlegt, auch bei der gecrashten Aufnahme, ob ich hier nicht doch einfach so ein Korruptionsgebäude rausnehme und dafür hier volle Einkommensdinge Liste fahre, also volle Einkommensschiene eher, neben der Eisenbiene eben dann noch den Galgen hin platziere. Aber ich bin lieber vorsichtig mit der Korruption, weil die ist nicht ultra stabil gerade. Oh, was sagt denn eigentlich die Uhr? Gute Frage, was die Uhr sagt. Ich habe mir irgendwie nicht aufgeschrieben, wann ich angefangen habe. Oh Mann, ey, ich hasse diese Situation. Ich bin heute so sehr durch den Wind. Der Bluescreen hat mir den ganzen Tag versaut. deswegen kann ich auch ein bisschen weniger aufnehmen jetzt. Das ist auch ein bisschen schade. Sollte meine Folge ausfallen, wisst ihr wieso. Aber ich versuche mich zu bemühen, dass es nicht der Fall ist. Also, Manni. Jetzt ist Tempelhof so, ja komm, bring was restlich hinter uns. Die Nerven. Geh bitte tot, danke. Das bisschen Geld holen wir uns noch. So, Tempelhof ist weg. Das hätten wir ruhig schon eine Runde früher machen können, da hätten wir noch so unseren Nekromanten behalten. Aber gut, war ja kein kritischer Erfolg, von daher sollten wir jetzt nicht zu viel Tränen vergießen. Oh, nee, das sollten wir nicht tun. Es ist ja eben der gerade der Nekromant nicht mehr da. Bechhafen. Ich habe es übrigens meistens, weil ich mir da unsicher war, ich habe es ja meistens Bechhafen ausgesprochen, so Bechhafen. Aber es ist tatsächlich ein Hafen gemeint. Also es wird wahrscheinlich ein Hafen drin sein irgendwo. Weiter ausbauen, dann passt es. Okay. Als Oblast. Die Ivonette. Ivonette. What? Eieieiei. Bisschen zu viel Testosteron, oder? Nee, machen wir schon. Der Gunther. Gunther der Ausdauernde. Toll. Ja, komm, mehr Def. Der Manni. Hat ja nochmal einen Punkt bekommen. Ja, stimmt, er ist ja gerade am Töten wie sonst was. Bald können wir Bionas Schicksal machen, dann können wir feindliche Kommandanten ruckzuck brutzeln. Was haben wir denn verloren eigentlich? Wahrscheinlich einmal Gruftschrecken, oder? Das ist das Wahrscheinlichste. Dann würde ich hier tatsächlich dann... Gehört er dazu, oder? Ja. Dann würde ich hier tatsächlich einfach mal... Können wir vielleicht sogar... Ja, obwohl... Ich bin gerade überlegen, Mortis-Schrein, gebe ich es der Geisterarmee mit? Nehme ich mit Manni den besseren Mortis-Schrein mit? Ich würde jetzt auf jeden Fall... Wir können uns vielleicht eine Flederbestie hier holen. Andererseits bekommen wir hier bei Schloss Tempelhof... Sobald wir den Vampirschrein haben, die Flederbestie mit viel mehr Erfahrungsstufe. Ich lasse die tatsächlich mal hier liegen. Das ist eine super Notfallrekrutierung für den Fall. Ich glaube, die verfallen ja nicht, die Leichen, oder? Sollte ich mich irren... verbessert mich bitte. Aber wenn die nicht verfallen, dann können wir die tatsächlich für eine super Notfallrekrutierung nutzen. Sollten uns jetzt mal die Truppen ausgehen. Wir brauchen schnell viele hochwertige Truppen. Am Geld soll es ja so langsam nicht mehr liegen. Und da es jetzt so langsam nicht mehr am Geld liegt, können wir mal mit unserem Plan anfangen. Holen wir mal für unsere Geisterarmee die Frostgeister und den Mortis-Schrein. Und dann ansonsten, wie viele Sensenreiter hätte ich gerne noch mit dabei? Insgesamt 4 Stück ist eigentlich okay, oder? Und der Rest normale Geister? Müsste eigentlich ausreichen. Und der Rest normale Geister, ja. Gespenster. Wisst ihr, dass das lustig wird? Machen wir es erstmal so. Später können wir noch hinzufügen. Wir wollen ja noch andere Gebäude ausbauen. Und das machen wir auch. Ah, nee. Da war was. Der Nekromant, ich werde ihn vermissen. Jetzt habe ich meine Banshees vergessen. Verdammt! Nein! Ihr müsst mir glauben. Bei der Aufnahme, die gecrashed ist, habe ich einige erfolgreiche Attentate gemacht. Ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen habe. Ja, das ist meine was. Ich habe da hinten bei Karakatrin wieder ein bisschen genervt. Ich habe da unten die Zwerge massakriert. Stimmt, ich habe das auch so in der Zwergenarmee richtig effektiv gemeuchelt. Am laufenden Band. Die Anführer weggemeuchelt. Die hier bei Arkendorf durchgelaufen ist. Don't think so. Furgil Kondom, bitte.
müssen wir echt noch ein bisschen warten. Hier würde ich dann gerne nämlich dann nochmal weiter ausbauen. Nächste Runde ist es schon soweit. Das ist schön. Hier brauchen wir den Wachstum auch noch. Kurzzeitig. Hier hat der Agent... Na gut, wisst ihr was? Wir können die Stadt ja ein bisschen massakrieren. Mauern beschädigen. Yay. Kritisch gescheitert. Bei 70% Erfolgschance. Oh Gott, tut das weh. Boah, das war voll der Schlag in die Nieren. Mann. Wisst ihr, wie effektiv ich mit dem Material, das ihr nicht sehen könnt, wisst ihr, wie effektiv ich mit der 4 bis 5 Mal da hinten rumgenervt und gemeuchelt habe mit viel niedrigeren Chancen? Glück und so. Glück und so. Was geht denn hier eigentlich ab? Irgendwie sind die Grinsgrafen auch gerade so ein bisschen mit den Agenten unterwegs. Hm. Aber okay, ich würde glatt an der Stelle mal wieder sagen, ich bedanke mich fürs Zusehen. Tempelhof ist vernichtet. Jetzt können wir uns um viel tollere Sachen kümmern. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.